Erstmal vorweg, also ich werde, wie gesagt, was mit versteckten Blockspeichern mit ElectroBSD und Tor sagen, aber wenn ihr sagt, ElectroBSD ist doof oder ihr wollt das vielleicht machen, bevor ElectroBSD da ist, ihr könnt versteckten Blockspeicher auch in anderen Systemen aufsetzen. Auch wenn ihr sagt, Tor-Anonymität brauche ich eigentlich gar nicht, dann könnt ihr vielleicht trotzdem einen Blockspeicher für eure Backup-Prozesse einbauen und dann auch trotzdem was zum Vorteil mitnehmen, selbst wenn euch Anonymität nicht wichtig ist. Angefangen habe ich mit dem Thema, weil ich Backups haben wollte. Die Anforderungen, die ich hatte, sind hier aufgelistet. Die sahen mal anders aus, aber es sind eigentlich auch die Klassiker, die man eigentlich haben möchte. Also die ersten drei: Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität. Also das, was man klassisch so als Sicherheit versteht. Dann möglichst magiefreie Konfiguration. Das war mal magiefreie Konfiguration, aber mittlerweile ist da doch irgendwie so viel Funktion dazugekommen, dass ich davon leider abrücken musste. Also bei der Backup-Software, die ich zuerst hatte, war es halt so, dass man jedes beliebige Backup-Medium an den Rechner anschließen konnte, wenn es einmal eingerichtet war und dann seine Backups darauf machen musste. Man brauchte keine Datenbank und all sowas. Und es wird automatisch erkannt, welches Backup jetzt gerade am Rechner ist und dann wird halt die Verschlüsselung gestartet und dann sollte es funktionieren. Jetzt, wo Tor dazugekommen ist, geht das leider nicht mehr. Ich werde gleich darauf einkommen, warum. Aber es ist trotzdem, also der Versuch bei magiefreier Konfiguration, darum verstehe ich halt, dass es doch noch einfach genug ist, dass wenn irgendwie die ganze Software irgendwie mal kaputt sein sollte, dass man auch noch mit Hand an die Backups reinkommt, ohne irgendwie erst einen Datenbank-Dump irgendwie reverse-engineeren zu müssen oder sowas, weil da habe ich in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht. Also zum Schluss, freie Software ist mir natürlich auch noch, ist mir am Herzen. Ich komme auch hier von der Fellow-Gruppe in Köln, also hier von der FSFE. Wir haben ja auch noch einen Stand, also wenn euch da das Thema allgemein interessiert, könnt ihr gerne auch noch heute oder morgen vorbeikommen. Freie Software, ich weiß nicht, wie viele hier eher aus dem Softwarebereich kommen und eher aus dem Medienbereich. Ist hier freie Software allen ein Begriff? Okay, das weiß ich jetzt mal. Habe ich jetzt als Ja interpretiert, auch wenn die Beteiligung geht so. Also hier steht das, was freie Software sein soll. Also es gibt die vier Anforderungen. Die muss ein Programm erfüllen, um freie Software zu sein, also freie Software nach den Regeln, die hier gelistet sind. Ich werde im Vortrag auch darauf einkommen, warum diese Freiheiten wirklich nützlich sind, beziehungsweise wo ich diese Freiheiten auch gebraucht habe, um zu dieser Lösung zu gelangen, die ich hier vorstellen werde. Wie gesagt, es gibt eine Kölner Gruppe, wir treffen uns einmal im Monat im C4. Wenn euch das Thema interessiert, kommt vorbei. Ja, kommen wir zu ElectroBSD. Eigentlich hatte ich gehofft, hier schon zu sagen, ElectroBSD ist fertig, könnt ihr runterladen und anschauen. Das ist immer noch nicht soweit. Es gibt die Webseite, die könnt ihr euch anschauen, aber Downloads sind noch nicht da. ElectroBSD erstmal, was das überhaupt ist. Wie ihr seht, das ist FreeBSD plus Patches minus Blobs. FreeBSD, das Betriebssystem, ist ein Begriff, oder? Also FreeBSD ist ein kostenfreies Betriebssystem, was hauptsächlich auf freier Software besteht, aber es enthält wie die meisten anderen kostenfreien Betriebssysteme Teile, die keine freie Software sind. Die möchte ich nicht weiterverbreiten, also die sind hier als Blobs, also die werde ich vorher entfernen. Mir geht es nicht darum, dass der Nutzer die nicht irgendwie wieder verwenden dürfte, also jetzt nehmen wir meinen Laptop als Beispiel. Ich habe eine Funknetzwerkkarte, die funktioniert nur mit proprietärer Firmware und die proprietäre Firmware muss vorher geladen werden. Das heißt, bei FreeBSD ist die Firmware schon dabei, aber die Firmware ist proprietär. Bei ElectroBSD würde es so aussehen, ihr müsstet halt die Firmware euch selber installieren. Mir geht es da darum, dass man auch die bewusste Entscheidung trifft und dann wirklich sagen kann, so, mein Rechner ist jetzt so vom Betriebssystem zu so und so viel Prozent frei. Also bei ElectroBSD sollte es so sein, das Betriebssystem sollte zu 100% frei sein, aber die Firmware, die nicht direkt im Kernel ist, sondern nur durch den Kernel geladen wird, die muss halt teilweise proprietär sein, wenn der Kram funktionieren soll. Und hier muss halt jeder selber die Entscheidung treffen, möchte ich dann irgendwie, dass meine Netzwerkkarte funktioniert, kaufe ich mir vielleicht eine andere Netzwerkkarte oder nutze ich die proprietäre Firmware. Patches, also ich FreeBSD setze ich jetzt schon seit etwas über 10 Jahren ein. Die meisten FreeBSD-Nutzer, die ich kenne, haben sich auch eigene Patches irgendwie dazu gebastelt, die sie halt mit sich rumschleppen. Und natürlich versucht man auch, die Patches wieder zurückzugeben, aber manchmal dauert das. Und von daher ist es schwierig, wenn man mit anderen Leuten redet, so was setzt du nur ein, ja, ich setze FreeBSD mit Patches ein, ja, ich setze auch FreeBSD mit Patches ein, dann weiß man halt nicht so, setzt man jetzt das Gleiche ein, was sind die Unterschiede. Also habe ich mir halt gedacht, so, wenn ich halt mein FreeBSD mit Patches, wenn ich dem einen Namen gebe, dann kann ich auch darauf hinweisen und dann können die Leute das besser vergleichen. Soft Protection,
Das ist eine Funktion von ElektroBSD, die man auch mit FreeBSD erreichen könnte. Das ist, wenn der Rechner einmal gestartet ist, dann kann man den so einrichten, dass, wenn der Rechner plötzlich ausgehen würde, er nicht mehr wieder hochkommen würde. Das kann man jetzt natürlich sagen, ist ein Nachteil, ist aber auch, kann auch ein Vorteil sein, wenn jetzt der Rechner im laufenden Betrieb entfernt wird, wenn man noch die Zeit hat, irgendwie den Strom zu kappen, dann sollten die Daten auch sicher sein und dann gibt es halt auf der Festplatte nichts mehr, was unverschlüsselt da ist und irgendwie ausgewertet werden könnte. Reproduzierbare, also pädagogisch wertvoll. Natürlich, wenn es fertig ist, dann sollte es pädagogisch wertvoll sein, aber pädagogisch wertvoll, da gibt es jetzt noch keine richtige Definition, also von daher, ich denke mal, dieses Kriterium werde ich auf jeden Fall erreichen. Reproduzierbare Installation und reproduzierbare Kompilation. Bei der reproduzierbaren Installation geht es darum, dass man eine Installation auch wieder so herstellen kann, wie sie einmal war. Und dass das hoffentlich auch halbwegs zeitnah geht. Da ist das Problem, ich wurde in der Vergangenheit schon ab und zu gefragt, ja, kannst du mir auch irgendwie das System so einrichten, wie du das hast? Und dann muss ich halt immer sagen, ich habe dir jetzt so und so viele Jahre reingesteckt und das nochmal irgendwie zu wiederholen, nur für dich. Ja. Also hier ist halt die Hoffnung, dass ich denen dann sagen kann, ja, hier ist die Software, die ich verwendet habe, ich habe die Einstellung genutzt, wenn du die gleichen Einstellungen hast, dann hast du ein vergleichbares System. Und dann könnte ich das auch vernünftig warten. Also es ist halt ein Problem, wenn alle Leute irgendwie ein bisschen unterschiedliche Software haben, teilweise auch andere Betriebssysteme, dann kann ich natürlich schon von Weitem drauf gucken und sagen, ja, finde ich jetzt irgendwie gut oder schlecht oder würde ich das und das anders machen, aber da habe ich halt nicht die Zeit, wenn da wirklich ein Problem da ist, das irgendwie zu lösen. Also wenn ich nicht dafür bezahlt werde und im Bekannten- und Familienumkreis werde ich halt nicht bezahlt. Reproduzierbare Kompilation, da geht es darum, dass wenn ich den Quelltext zur Verfügung stelle und jemandem sage, hier, kompilier das mal, dass die Person dann auch am Ende ein Ergebnis hat, wo sie eine Prüfsumme machen kann und dann die gleiche Prüfsumme bekommt, die ich vorher gegeben habe. Das ist der Vorteil, dass wenn dann zum Beispiel der Compiler schon kompromittiert worden wäre und da irgendwelche Backdoors installieren würde, kann man das dadurch ein bisschen eingrenzen, weil man halt sagt, hier nimm verschiedene Compiler und versucht da die gleichen Ergebnisse zu beziehen und wenn das funktioniert, dann hat man da nochmal eine extra Portion Sicherheit. Wann es fertig sein wird, ist noch nicht ganz klar, heute ist es noch nicht fertig. Ich hoffe vielleicht zu Frostcon es fertig zu haben, aber ja. Dann kommen wir zum Blockspeicher. Das Konzept Blockspeicher, das, also ich verwende den Begriff Blockspeicher hier als Abgrenzung zum Dateisystem. Das heißt, beim Blockspeicher wird halt nur gesagt, hier, ich hätte gern Daten von an der und der Adresse und gern so und so viel. Ich muss aber nicht sagen, wie die noch ausgewertet werden wollen. Ich komme da später noch drauf zurück. Achso, der Vorteil soll sein, wenn die Schnittstelle einfacher ist, dann sind hoffentlich weniger Bugs da. Und bei Blockspeicher ist ein weiterer Vorteil, dass man kann es auf kleinen Seite verschlüsseln, einfach verschlüsselte Blocks zur Gegenseite weitergeben und die Gegenseite kann da hoffentlich möglichst wenig Informationen rausgewinnen. Ein weiterer Vorteil vom Blockspeicher für Backup-Zwecke im Vergleich zu rsync, aber auch nur unter der Einschränkung, dass IFS verwendet wird, was hier verwendet wird, ist, dass weniger Datenverkehr auf dem Netzwerk stattfinden muss. Das ist ein Vorteil, weil ich halt Tor einsetze und da ist halt jedes Byte, was man spart, von Vorteil. Soft Protection hatte ich vorhin schon genannt, das ist halt das Layout, was verwendet wird. Ihr seht hier, dass es keinen Bootpool gibt, also das sind die OpenCFS-Dateisysteme bzw. Pools. Also OpenCFS, das Dateisystem, ist das allen ein Begriff? Oder? Also OpenCFS ist ein modernes Dateisystem. Ich komme gleich auch noch zu ein paar Funktionen dazu. Es werden Datenquellen OpenCFS gegeben und OpenCFS teilt das dann wieder in Dateisysteme ein, die man als Nutzer nutzen kann. Hier seht ihr, verschiedene Dateisysteme sind jeweils über GEDI angebunden. GEDI ist eine Verschlüsselungsklasse in FreeBSD und damit auch in ElektroBSD. Das heißt, alle Daten, die dem System, die fürs System so noch zugreifbar sind, sind verschlüsselt. Und wenn man das System jetzt mit Absicht neu starten wollen würde, müsste man erst wieder einen Bootbereich einlegen, der dann halt unverschlüsselt sein muss, weil halt ein bisschen braucht auch das BIOS, um darauf zuzugreifen beim Neustart. Aber in der Konfiguration wäre halt das System, wenn es irgendwie beschlagnahmt würde, würde es halt nicht mehr angehen. Unter der Voraussetzung, dass der Angreifer keine Zeit hat, irgendwie den Arbeitsspeicher auszulesen und auch auszuwerten. Das ist halt, also wenn der Angreifer die Möglichkeiten hat, dann hat man leider auch mit ElektroBSD verloren. Aber, also das ist die Konfiguration, die man auch im Netzwerk laufen lassen kann. Und wenn man dann zusätzlich auf dieser Konfiguration sowieso nur verschlüsselte Daten speichert, also auch in das Netzwerk nur verschlüsselte Daten reinkommen, dann ist halt da der Schaden möglichst gering. Die Bausteine, die ich verwende,
Intern und extern bezieht sich hier auf das, was derzeit schon in ElektroBSD im Basisumfang drin ist. Extern heißt halt, muss man noch dazu installieren. Das ist aber bei ElektroBSD kein großer Aufwand. Da wird die Ports Collection verwendet, die auch bei FreeBSD verwendet wird. Das ist sowas ähnliches wie apt für Debian und so weiter. Also damit kann man einfach Pakete nachinstallieren. Ich werde auf die Details noch näher eingehen. Also das ist nur, was euch erwartet. Ein paar OpenCFS-Features. OpenCFS hat deutlich mehr Features. Das sind jetzt so ein paar Features, wo ich sagen würde, die sind direkt relevant für diesen Vortrag. Ende-zu-Ende-Prüfsummen, das bedeutet, dass Daten auf der Festplatte können geprüft werden. Es kann geprüft werden, ob die Daten noch so vorliegen, wie sie ursprünglich geschrieben wurden. Oft höre ich dann, ja, das sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Und ich denke auch, das sollte selbstverständlich sein, aber es ist leider noch immer nicht Stand der Technik. Also die meisten anderen Dateisysteme machen das nicht und haben nur Prüfsummen für Metadaten. Das heißt, wenn ihr vielleicht irgendwie eine Videodatei habt oder irgendwie eine größere Datei und da kippen ein paar Bits und das sind halt keine Metadaten-Bits, dann werden die eventuell einfach als Defekt ausgelesen, als Defekt weitergegeben und die Anwendung kriegt davon nichts mit. Es sei denn, ihr habt noch irgendwie Prüfsummen auf Datei, also oberhalb der Anwendung oder in der Anwendung selber. Selbstheilung, das ist der Marketingbegriff, der verwendet wird. Damit wird gesagt, dass wenn Daten Redundanz vorliegen und es wird ein Fehler erkannt anhand der Prüfsummen, dann kann der Fehler behoben werden. Man kriegt dann als Administrator noch den Hinweis, hier, da wurden Fehler erkannt und behoben, aber man muss da nicht irgendwie noch von Hand eingreifen. Copy on Write, das bedeutet, dass Daten nicht direkt überschrieben werden, wenn man neue Daten schreibt, sondern es werden erst die Daten auf der Festplatte gespeichert und wenn dann alle Daten soweit da sind, wie sie da sein sollten, wird auf oberster Ebene gesagt, so, wir sind jetzt an der Stelle und da geht's weiter. Snapshots, Snapshots nehme ich mal an, kennt ihr vielleicht schon so von virtuellen Maschinen. Das gibt es auch auf Dateisystemebene, gibt es auch schon länger, hatten auch schon andere Dateisysteme, unter FreeBSD zum Beispiel UFS nutzt auch Snapshots. Da gibt es aber viele Einschränkungen, das heißt, bei FreeBSD und UFS war es so, je mehr Snapshots man hat, desto langsamer wird das System und bei 30 oder 20 ist sowieso das harte Limit und weiter geht's nicht. Diese Limits hat CFS nicht, man kann Snapshots praktisch beliebig machen, also auf dem Laptop jetzt habe ich mehr als 1000 Snapshots und das macht das System nicht langsamer. Das heißt, ich kann auf die Snapshots auch wieder zurückgreifen, das kann man auch als Backup nehmen und bei Snapshots ist es auch noch so, also wenn ich ein Dateisystem habe, wo hauptsächlich Daten dazukommen, das heißt zum Beispiel meine Mails, wenn ich Mails, die schreibe ich meistens, also ich schreibe Mails und dann bekomme ich neue Mails und die werden auch gespeichert, aber ältere Mails, die lösche ich selten weg, das heißt, das Dateisystem wird immer ein bisschen größer, aber das ist hier dann für die Snapshots egal und es ist nicht so, dass jeder Snapshot dann mehr Daten verwenden würde. Wenn ich allerdings ein Dateisystem hätte, wo ich meinetwegen jeden Tag ein Gigabyte schreibe und dann ein Gigabyte lösche und dann wieder ein Gigabyte schreibe und ein Gigabyte lösche und so weiter, dann würde dieses Löschen auch wirklich dem Snapshot zugeschrieben und dann wäre eventuell der Datenbereich irgendwann voll. Ein weiterer Vorteil von Snapshots ist, man kann sie versenden und verschicken. Das heißt, wenn ich ein Dateisystem habe, wo ich sagen würde, ja, das möchte ich jetzt zu dem Zustand sichern und ich möchte das auch auf einem anderen System haben, kann ich den Snapshot auf ein anderes System schicken und dann habe ich halt auf zwei Systemen ein Dateisystem mit dem gleichen Inhalt. Delegation der Datenrechte. OpenCFS hat einen Haufen Funktionen, die man bei anderen Dateisystemen nur mit Root-Rechten ausführen darf. Bei CFS kann man bei bestimmten Rechten sagen, ja, der und der Nutzer, der soll auch das dürfen. Also jetzt, um beim Thema Snapshot zu bleiben, könnte man sagen, der Nutzer XY, der darf einen Snapshot anlegen oder darf einen Snapshot senden, aber darf keinen Snapshot empfangen oder einen Snapshot entfernen. Oder also das kann man willkürlich festlegen, muss man halt sich überlegen, was man möchte. Platz, theoretisch 2 hoch 128, das kann natürlich niemand erreichen, weil niemand so viel Speicherplatz hat und auch der Strom irgendwie nicht ausreicht, um das speichern zu können, aber es ist zumindest für mich beruhigend zu wissen, dass, ja, wenn ich halt nur irgendwie ein paar Terabyte oder ein paar Petabyte oder ein paar Etabyte habe, so, da habe ich Platz zu, wenn ich es dann bräuchte. Robust, OpenCFS soll so robust sein, das heißt, diverse Fehler im System sollen erkannt werden und das System soll damit vernünftig umgehen. Ich würde auch sagen, im Vergleich zu anderen Dateisystemen ist es auch, also ist robuster als die Konkurrenz, zumindest meiner Meinung nach, aber da gibt es schon noch ein bisschen Spielraum für Verbesserungen, zumindest für den Anwendungszweck, den ich hier habe. Transparente Kompression ist natürlich für Backups besonders interessant, das heißt, Daten können auf dem Dateisystem einfach so geschrieben werden, man muss sie nicht von Hand packen, man kann vorher sagen, so in diesem Dateisystem sollen halt die Daten sowieso komprimiert werden, hier sind die Kompressionssorten, die zur Auswahl stehen.
Und gerade bei Logdateien kann man so viel Datenspeicher sparen. OpenCFS ist auch portabel. Und ihr seht hier eine Auswahl von Betriebssystemen. Bei GNU/Linux habe ich die einzelnen Distributionen nicht aufgeführt, aber für die meisten GNU/Linux-Distributionen gibt es mittlerweile OpenCFS auch als Kernel-Modul. Da ist das Problem, die meisten Distributionen nehmen es nicht direkt auf, weil die halt sagen, ja, das ist, die Lizenz gefällt uns nicht so gut, wenn wir es direkt an Kernel drauf haben wollen. Aber hier gibt es die, also gibt es genug Distributionen, die es mittlerweile einfach machen. Ja, Linux, Mac OS X ist auch unterstützt. Ich werde jetzt auf den nächsten Folien so ein bisschen zeigen, wie das aussehen würde, wenn man damit von Hand arbeitet. Weil, wie gesagt, ich möchte gerne eine magiefreie Konfiguration. Das heißt, dass wenn man erstmal so ein paar Grundlagen verstanden hat, dann kommt man an die Daten auch dran, wenn alles ausfallen würde. Hier seht ihr die manuelle Pool-Erstellung. Das heißt, um Daten mit OpenCFS nutzen zu können, muss man die erstmal in einen Pool reinpacken. Das heißt, CFS sagen, welche Datenquellen es verwenden darf. Hier habe ich als Testbeispiel MD0 genommen. Man sagt also Sipool-Test und dann den Pfad. Dann wird der Pool erstellt und man kriegt hier den Status. Momentan sieht noch alles super aus und dann wird hier der Pool wieder exportiert. Okay, ich sehe gerade, das ist ein Fehler. Also das letzte Kommando müsste man auch mit sudo ausführen, aber ja, es käme eine Fehlermeldung, dann wird es auffallen. Um den Pool wieder zu importieren, wäre Sipool-Import. Also es ist kein Hexenwerk. Die Integritätsprüfung, von den Prüfsummen habe ich schon gesprochen. Man kann da im CFS sagen, dass alle Daten, die geschrieben werden und noch lesbar sein sollten, geprüft werden sollen. Und dann wird halt die Prüfsumme geprüft und wenn da es Abweichungen gibt, wird es angezeigt. In diesem Beispiel waren halt keine Fehler da, es wurde ja auch noch nicht so viel geschrieben und man hat hier das Ergebnis. Und man weiß dann auch wirklich, alle Daten, die geschrieben wurden, wurden geprüft. Und das ist halt nicht so, ja, es ist vielleicht ein Fehler da, aber den hat keiner gesehen. Also das ist wirklich, wenn da steht, alles war lesbar, dann sind die Daten in Ordnung. Erfolgreiche Selbstheilung. Bei diesem Beispiel muss man dazu sagen, der Pool Claudia 1 basiert nur auf einem Datenträger und das heißt, die Redundanz ist, also sind nicht alle Daten Redundanz gespeichert. Das heißt, bei dieser Konfiguration könnte man OpenCFS keinen Vorwurf machen, wenn die Daten, wenn Teile der Daten kaputt wären nach einer Störung. Also hier die Störung, die wurde mit Absicht herbeigeführt, das ist jetzt kein Fehler. Und ihr seht, gelesen und geschrieben werden, das sind die Read- und Write-Kolumne, konnten nur alle Daten, aber beim Prüfsummen gab es ein paar Fehler und CFS ist dabei, das zu reparieren. Metadaten werden von CFS redundant gespeichert, weil das halt nicht viel Speicherplatz nimmt. Normalerweise wird davon ausgegangen, dass Metadaten sind nur so 1-3%, das heißt, die kann man ruhig mehrfach speichern und dann, wenn mal was kaputt ist, kann man es halt reparieren. Hier ist eine ähnliche Konfiguration, also wieder nur ein Datenträger, aber da wurden bei der bewussten Korruption Fehler eingebaut, die nicht mehr abgedeckt sind durch Redundanz. Der Vorteil bei CFS hier im Vergleich zu anderen Lösungen ist halt, man kriegt angezeigt, welche Dateien sind kaputt und kann sich dann überlegen, ja, was mache ich dann? Also ihr seht hier in dem Beispiel, da ist ein bisschen aus User Source. Das heißt, da könnte ich einfach die Datei löschen, die nochmal aus Git auschecken und dann wäre der Fehler behoben. Bei der anderen Datei könnte ich halt überlegen, ja, brauche ich die jetzt noch oder habe ich irgendwie noch ein anderes Backup und kann das wiederherstellen. Aber das Beruhigende ist halt, man weiß wirklich, was kaputt war und kann reagieren. Snapshots hatte ich vorhin schon angesprochen, das wäre das Kommando, um Snapshots anzulegen. Das heißt, alles bis ungefähr hier ist das Dateisystem. Dahinter macht man Add und dann einen Snapshot-Namen. Den kann man relativ frei sich auswählen. Ich wähle in der Regel ein Datum, weil das, dann weiß ich wenigstens noch, wie ich den wiederfinde und wie ich den einsortieren muss im Vergleich zu anderen. Also man kann da auch irgendwie sagen, heute und morgen und gestern, aber wenn man das dann irgendwie sortiert, dann hat man eventuell nicht die Reihenfolge, die man intuitiv erwartet. Und wenn man halt mit so einem Datum ausgeht, ja, macht man nichts verkehrt. Senden und verschicken, das habe ich grundsätzlich schon angesprochen. Hier seht ihr nochmal, wie das auf der Kommandozeile aussehen würde. Das M-Buffer hier in dem Beispiel, das ist optional. Das kann für einen gleichmäßigeren Datenfluss sorgen. Man braucht es nicht grundsätzlich. Aber ein weiterer Vorteil ist auch, dass man eine nette Anzeige kriegt und weiß, wie viele Daten pro Sekunde und so weiter durchfließen. Aber ja, wenn man es nicht möchte, braucht man es nicht. Geli hatte ich angesprochen zur Verschlüsselung. Wie ihr seht, das unterstützt eigentlich so alles, was so Stand der Technik ist. Das GNU/Linux-Gegenstück wäre wahrscheinlich Lux. Lux ist für FreeBSD nicht verfügbar und Geli funktioniert sowieso für das, was ich möchte, also habe ich Geli verwendet. Ein Nachteil für die Lösung ist, es ist noch kein Trim-Support da, dafür ist ein Patch verfügbar. Wenn ihr den Patch nutzen wolltet, findet ihr da die Adresse.
Trim-Support, das bedeutet, da kann das Dateisystem der unteren Ebene sagen, so die Daten von dem Bereich, die brauche ich jetzt nicht mehr, damit kannst du machen, was du möchtest. Das ist wichtig für SSDs zum Beispiel, weil wenn man da immer nur Daten dazu schreibt, dann kommen die Platten eventuell mit dem Rear-Leveling durcheinander. Wenn man aber hier sagt, so hier ist jetzt ein Gigabyte-Bereich wieder für frei, als frei klassifiziert, dann kann damit die Firma arbeiten. Und, die manuelle Geli-Initialisierung ist auch relativ einfach. Hier ist halt der Nachteil, man muss das Passwort eingeben, aber es ist... Ist halt so, ich komme gleich noch dazu, wie man das ein bisschen automatisieren kann. Das heißt, wenn man dann irgendwie 20 Datenquellen auf einmal einbindet, dass man dann nur ein Passwort angeben muss. Manuelle Einbindung, ist hier das Kommando. Die Anzeige, ich werde jetzt hier bei den nächsten Folien nicht immer auf alle Details eingeben, weil zum einen sind die für den Vortrag nicht so relevant und zum anderen ist meine Zeit leider begrenzt. Die manuelle Pool-Erstellung auf verschlüsselten Geom. Wir haben auf den Slides davor gesehen, es wurde eine Verschlüsselungsschicht aktiviert. Das sieht man hier an diesem Punkt ELI. Das heißt halt, für das, was davor ist, also DEF-MD0, wurde Verschlüsselung aktiviert. Und wenn man dann auf das Punkt ELI zugreift, heißt das, alle Daten, die da drauf geschrieben oder gelesen werden, die gehen halt durch ELI und werden verschlüsselt oder entschlüsselt. Label. Label sind sinnvoll, wenn man externe Datenträger hat, dann ist es ja oft so, dass sich die Reihenfolge verändert und dadurch verändert sich dann eventuell auch der Name. Und wenn man dem ein Label gibt, was halt an dem Datenträger hängen bleibt, dann hat man das Problem nicht. Man könnte zum Beispiel irgendwie eine Seriennummer als Label nehmen oder sich das Label einfach ausdenken, solange keine zwei Datenträger das gleiche Label haben und die gleichzeitig am System stecken, funktioniert das. Die Geli-Initialisierung mit Labelnutzung ist praktisch das gleiche, nur man gibt dann nicht mehr den eigentlichen Datenträger an, sondern das Label, das mit dem Datenträger verbunden ist. Hier gehe ich einfach durch. SOCFDW ist der Name von der Backup-Software, mit der ich angefangen habe. SOCFDW hat von Hause aus noch keine Tor-Integration oder irgendwie sowas. Also die Idee ist einfach, man hat einen, 10 oder 100 lokale Datenträger, möchte da seine Backups aufmachen und dafür automatisiert SOCFDW halt den Prozess. Meine Zeit ist begrenzt, da zeige ich Ihnen so, viele Funktionen sind da, wenn man sie braucht. Für diesen Vortrag werde ich hier das Geomgate, den Geomgate-Client verwenden. Ja. Geomgate ist für FreeBSD eine Möglichkeit, wie man Zugriffe auf der Geom-Ebene, also das ist die Ebene, die auch von Geli verwendet wird, also die Schreib- und Lesezugriffe auf Datenträger, wie man die über ein Netzwerk verteilen kann, dass man halt sagen kann, so ich habe jetzt meinetwegen der Laptop schreibt einen Blog auf irgendwie einen internen Server. Was mache ich dafür? Dafür nehme ich halt Geomgate und Geomgate. Das heißt, der Geomgate-Client würde hier auf dem Laptop laufen, der wird die Anfragen annehmen, übers Netzwerk schicken. Das Netzwerk wird damit irgendwas machen, irgendwann käme die Antwort und das wird dann damit vermittelt. Das ist jetzt nichts Neues, in FreeBSD bereits seit 2004 verwendet, verfügbar. Es hat ein eigenes Protokoll. Da muss man aber auch sagen, also da gibt es auch keinen Standard oder irgendwie sowas, was man unterstützen könnte. Der Quelltext ist bei FreeBSD und auch bei ElectroBSD hier, wo ihr seht. Die Kommunikation ist unverschlüsselt, das ist natürlich nicht ideal, aber in der Regel wird man sowas sowieso über SSH oder irgendwas anderes tunneln und dann ist das nicht mehr ganz so tragisch. Man sollte es halt nur wissen. Ja, und die Authentifizierung, die kann man eigentlich auch nicht wirklich ernst nehmen heutzutage. Es ist halt so wie NFS, das heißt, das System, was die richtige IP-Adresse hat und weiß, womit es reden will, das wird halt angenommen. Aber auch hier ist es so, wenn man das über SSH tunnelt, dann ist das egal. Ja, das ist die Konfiguration, auf die ich hin möchte. Die gelben Stellen hier, die sind optional. Man kann natürlich sagen, ich gehe über Tor und dann nochmal über SSH und dann also habe ich da schon mal eine doppelte Verschlüsselung und dann baue ich auch, also das ist die Serverseite. Man könnte hier zwischen dem Geomgate-Dämon und den Datenträger auf der Festplatte, also die Z-Wall, das ist halt, wird von CFS zur Verfügung gestellt, basierend auf den Datenträgern, die ihr unten seht. Das heißt, dieser Datenpool, der hat da wirklich die Redundanz, die benötigt wird, um da irgendwie einen Fehler zu erkennen und zu beheben. Also bei der Konfiguration, da könnten zwei Festplatten ausfallen und das würde noch weiter funktionieren. Die ELI-Schicht zwischen Geomgate und dem Z-Wall, da kann man sich überlegen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht. Also das Problem ist ja sowieso, wenn jetzt jemand den Server kompromittiert, während das System so läuft, dann ist diese Verschlüsselungsschicht aktiviert, das heißt, der Schutz ist da nicht da.
der Schutz wäre nur dann gegeben, wenn jemand auf den Server einbricht, während der Datenträger halt gerade nicht eingebunden ist. Das ist zwar die Hälfte, ne? 15 Minuten, okay, dann muss ich ein bisschen anziehen. Auf dem Client würde das so aussehen. Also auch hier wieder ist SSH optional, beziehungsweise auch Tor ist optional. Im Titel hatte ich Tor drin, von daher habe ich Tor jetzt hier nicht als optional gekennzeichnet. Bei Tor ist ein komplexes Thema. Wenn euch das weiter interessiert, kann ich hier diese Slides empfehlen, die einen Überblick geben. Ich kann leider hier nur Tor als Blackbox verwenden. Also nehmen wir an, es gibt Tor Hidden Services und die bieten diese Funktionalität, die ich hier aufgelistet habe. Das heißt, der Client muss nicht wissen, wo der Server steht, der Server muss nicht wissen, wo der Client steht. Wenn ich irgendwie Network Address Translation dazwischen habe, also angenommen, mein Laptop steht bei mir zu Hause in meinem lokalen Netzwerk und irgendwie ein anderer Rechner steht woanders im lokalen Netzwerk, kann ich darüber miteinander kommunizieren. Und ich habe zusätzlich eine Authentifizierungsmöglichkeit, sowohl für den Server, die ist auch nicht optional, und für den Client, die ist optional. Grundsätzlich kann jeder TCP-Service als Hidden Service verfügbar gemacht werden. Es gibt da ein paar Dinge, die man wissen sollte. Also dadurch wird nämlich nicht alles automatisch irgendwie sicherer, sondern das heißt halt nur, wenn die Leute den Hidden Service kennen und den erreichen können, dann können die auch die gleichen Angriffe fahren, die sie sonst auch fahren könnten. Und was dazu kommt, ist, dass die Software, die dahinter läuft, die kann eventuell dem Angreifer wieder Informationen geben, die man eigentlich verheimlichen wollte. Also angenommen, man hat einen Hidden Service und sagt, ich möchte nicht, dass ein Angreifer erkennen kann, wo der Server steht. Und man hat dahinter halt irgendwie so eine lausige Webanwendung, die irgendwie dem Angreifer eine Rootshell gibt und dann macht er irgendwie if-config oder was auch immer. Dann wird halt auch keine Anonymität gewährleistet. Das heißt, dass jede Software, die man als Hidden Service verfügbar macht, die sollte man sich vorher gründlich angucken, wenn man halt auch wirklich die Funktionalität vom Hidden Service haben möchte, also die Anonymität. Wenn man natürlich sagt, so, ich brauche den Hidden Service nur zur Authentifizierung, dann ist das vielleicht auch egal. Ja, oft wird gesagt, ja, Hidden Services oder Tor allgemein, das ist ja eigentlich lahm. Es kommt immer darauf an. Eigentlich ist es auch so, es ist eher so eine hohe Latenz da, aber die Durchsatzrate, die ist eigentlich akzeptabel, kommt natürlich auch immer darauf an. Ihr seht hier in dem Beispiel, ne, also ich habe halt so eine NetCologne-Anbindung, die ist sowieso beim Upload limitiert und hier kann ich die voll ausnutzen. Das heißt, wenn das hier mir nicht schnell genug ist, dann ja, kann ich immer noch maulen, aber ich kann halt nicht sagen, Tor ist da schuld, sondern hier ist das einfach, ne, das, was die Anbindung hergibt, wird genutzt. Achso, es wird vielleicht hier nicht so deutlich. Das eine ist ein Hidden Service und das andere ist Tor, ist SSH über Tor normal. Also das heißt, der Hidden Service ist auch nicht unbedingt langsamer als Tor ohne Hidden Service, auch wenn mehr Knoten im Netzwerk verwendet werden. Aber es gibt keine Garantie und es ist auch richtig, Hidden Services können langsam sein. Die ersten Versuche mit Tor, also mit Tor für die Lösung, die ich genannt hatte, um Geom, Gate und den Daemon dazu über Tor zugänglich zu machen, dafür habe ich zuerst einfach SSH über Tor getunnelt und dann den Geom-Gate-Verkehr über SSH. Das heißt aber, man hat weiterhin SSH und die Komplexität ist höher und man muss sich halt überlegen, braucht man das oder braucht man das nicht. Also wenn man es braucht, dann funktioniert es, aber es ist eigentlich nicht das, was ich jetzt am Ende haben möchte. In den nächsten Slides zeige ich, was ich für die Hidden Service-Konfiguration auf dem Server gemacht habe. Ich werde hier auch wieder aus Zeitgründen nicht alles ansprechen. Also die generelle Idee ist halt, man gibt Tor an und sagt hier, bitte gib mir einen Hidden Service und wenn Verbindungen auf dem Port ankommen, leite die bitte auf den Port weiter. Dann, wenn das funktioniert, und ja, in der Regel funktioniert das, legt Tor hier diese Dateien ab, also unter anderem Private Key und den die Datei Hostname. In der Datei Hostname steht dann der Name vom Hidden Service, das ist diese Onion-Adresse, die ich hier ein bisschen unkenntlich gemacht habe. Dazu noch ein Passphrase und der Client muss dann sowohl die Adresse wissen, als auch die Passphrase, um auf den Service zugreifen zu können. Hier zeige ich dann noch, wie man einen Datenträger, also einen CVOL anlegt. Hier habe ich 4 GB gesagt, dann trage ich das in die Exportdatei für Geomgate an. Die IP-Adresse hier, das ist die IP-Adresse, die Geomgate nutzen wird. Das ist eine lokale IP-Adresse, das heißt, das wird auch nicht umgelegt. Ich muss anziehen. Wenn das funktioniert, sieht das so aus. Die Annahme der Verbindung.
dann auf dem Client. Wie gesagt, um auf dem Client das nutzen zu können, muss man Tor in der Konfigurationsdatei sagen, welcher Hidden Service mit welcher Passphrase verbunden werden soll. Wenn man keine Passphrase hat, braucht man das nicht. Hier ist die automatisierte Anbindung. Hier möchte ich nur zeigen, also wird dann viel Arbeit abgenommen. Die Poolerzeugung, auch hier müsst ihr nicht alles lesen. Also, das sollte man aber schon noch sehen. Also, das ist der Pool-Import von einem CFS-Pool, der über einen Tor-Hidden-Service geladen wird. Ihr seht, das habe ich heute Morgen getestet. Also, ist, so schnell oder langsam ist das Netzwerk gerade. Es ist nicht ganz ideal. Also, ihr seht hier zwischen dem Zeitpunkt, wo die Verschlüsselung aktiviert war und der Pool vollständig geladen wurde, sind hier etwa 4 Minuten vergangen. Man muss sich überlegen, möchte ich das oder nicht. Also, aus meiner Sicht ist das hier noch akzeptabel. Ich muss ja nicht immer dabei gucken. Und wenn mein insgesamtes Backup dann vielleicht irgendwie eine halbe Stunde oder so dauert, ist das für mich absolut in Ordnung. Aber auch hier gibt es noch viel Optimierungsbedarf, Möglichkeiten. Also hier ist es so, dass CFS einige Sachen prüft, wo man halt sagen könnte, ja, das muss eigentlich nicht bei jedem Mal geprüft werden. Und wenn man es halt nicht jedes Mal prüft, dann wird es schneller gehen. Und das System lädt. Hier seht ihr die Geschwindigkeit, die ich dann heute Morgen erreicht habe. Das heißt, das ist schon... hier ist nicht mehr meine lokale Verbindung der Flaschenhals, sondern das ist jetzt wirklich der Hidden Service. Das heißt, hier geht häufig weniger als 20 Kilobyte pro Sekunde über die Leitung. Ob das jetzt akzeptabel ist oder nicht, kommt darauf an, wie viel Daten man backupen muss. Hier ist nochmal der ganze Vorgang. Aus Zeitgründen werde ich auch hier nicht alles ansprechen. Was ich hier erwähnen wollte, also man sieht halt hier ein paar Durchschnittswerte. Also das heißt, die klingen erstmal etwas eigentlich eher gut. Also hier sieht man, es waren fast 2 Megabyte pro Sekunde. Hier ist aber eine Täuschung da. Es ist nämlich nur die, also gemessen wird die Kommunikation zwischen CFS und CFS und die laufen beide auf dem gleichen System. Was eigentlich wichtiger ist, ist ja, wie schnell die Daten über die Netzwerkverbindung gehen. Und das kann man hier nur indirekt rauslesen, nämlich daraus, wie lange das gedauert hat, um dann weiterzuspringen. Also man sieht hier den Sprung von 6.33 Uhr zu 6.39 Uhr, das heißt, um das zu senden, das hat etwa 6 Minuten gekostet. Hier nochmal der Durchsatz, es ging hier auch ein bisschen schneller, also hier war es wieder eigentlich akzeptabel, aber ja. Wir sehen hier den Pool-Status, noch sieht alles in Ordnung aus. Hier wird dann getestet, ist wirklich alles in Ordnung, das heißt, alle Daten werden nochmal gelesen. Auch hier wieder ein etwas deprimierender Wert. Und auch 3 Stunden für 90 Megabyte warten, ist halt die Frage, ob man es möchte. Aber hier ist es so, wie bei den meisten, also wie jetzt so der Windows-Ladebalken. Also es wird manchmal noch besser. Und hier wurde es in der Tat besser und es hat halt nicht ganz so lange gedauert und war erträglich. Und Testergebnis war okay, Pool wird exportiert und dann, das ist eigentlich jetzt so der Hauptteil von meinem Vortrag. Also bei dieser ganzen Konfiguration, da waren schon das ein oder andere Problem, was aufgetreten ist und dann auch behoben werden musste. Also der Client vertraut dem Server und der Server vertraut dem Client. Das ist ja eigentlich nicht das, was man haben möchte für einen Hidden Service. Also daran habe ich gearbeitet. Es gibt keine automatisierten Tests und es ist natürlich ja. Also automatisierte Tests sind immer cool, aber ich muss sagen, auch für meine Software habe ich auch nicht immer alles für alles Tests. Also es ist schade, dass es so ist, aber es ist halt, so sieht es in der Regel aus. Diverse DOS-Möglichkeiten waren da. Hier muss man sagen, die normale Konfiguration von Geomgate ist eigentlich meinetwegen irgendwie in einer Firma und dann gibt es einen Admin, der kontrolliert beide Systeme und der wird wahrscheinlich nicht sein eigenes System angreifen und wenn, dann wäre es selber schuld. Hier bei meiner Konfiguration ist es aber so, ich würde die gerne so einrichten, dass ich irgendwie einem Familienmitglied sagen kann, hier, gib mir deinen Laptop, ich spiele dir da ElectroBSD auf und dann gibst du mir irgendwie 10 GB und ich gebe dir 10 GB auf mein System und dann speichern wir unsere Backups gegenseitig. Und ich möchte natürlich nicht, dass mich irgendwelche Familienmitglieder angreifen. Dann, also von daher ist das nicht ideal. Ein weiteres Problem, Kernel und Userland haben sich ein bisschen weiterentwickelt, leider nicht ganz synchron, was nicht ideal ist. Das führt auch dazu, dass der Geomgate-Client auf Intel i386, also das ist die 32-Bit-Architektur, funktioniert gar nicht mehr seit 2012. Also dafür habe ich einen Patch und das war auch jetzt irgendwie kein komplexes Problem. Aber wenn man halt sieht, dass so ein Problem, etwas funktioniert überhaupt nicht und das wird 3 Jahre nicht gefixt, dann ist halt auch ist nicht ideal. Ja, Datenkorruption ist natürlich auch nicht das, was man bei einer Backup-Lösung haben möchte. Das muss ja auch behoben werden. Ich habe hier kurz das Protokoll aufgeführt. Das ist, wie gesagt, ist kein Standard. Es werden ein paar Pakete hin und her geschickt. Oh,
Okay. Das heißt, das Protokoll werden wir auch übersprungen. Ich habe hier ein paar Beispiele genannt, die entweder erwähnenswert oder einfach nur amüsant waren. Also hier ist ein Beispiel für Kernel und Userland nicht ganz synchron. Ihr seht hier den Kernel-Code. Die Commit-Message sagt halt, dass jetzt auch BioFlush-Requests akzeptiert werden. Ein BioFlush-Request ist das, was man bekommt, wenn man Async macht. Das heißt, die Anwendung sagt dem Betriebssystem hier, die Daten, die ich jetzt irgendwie in der letzten Zeit geschrieben habe, bitte sorgt dafür, dass die auch wirklich auf der Festplatte angekommen sind. Und ich mache erst weiter, wenn ich das okay bekomme. Das heißt, wenn das nicht funktioniert, ist das ja nicht ideal. In dem Fall sieht man, ja, das macht doch gar nichts, denn das ist das, was der Geom-Client damit macht. Das heißt, ne, also hier gibt es die Switch-Anweisung, hier ist das Kommando und es wird da geprüft, ist das ein Read oder ein Write, und wenn nicht, ja, dann mache ich halt trotzdem weiter. Und interessant, auf dem Server sieht es genauso aus, auch der Server macht einfach weiter. Und das heißt in der Praxis, also das Kommando wird als irgendwas verschickt, glücklicherweise, oder vielleicht auch Pech, die Länge ist glücklicherweise hier 0. Das heißt, es wird halt entweder ein Read oder ein Write-Request generiert für 0 Bytes. Und ja, 0 Bytes schreiben oder lesen tut nicht weh, funktioniert, aber es ist halt eigentlich nicht das, was man beim Sync-Request haben möchte. Also, BioDelete funktionierte ähnlich, also funktionierte im Sinne von, hat keinen Fehler geworfen, aber eigentlich nicht das gemacht, was man wollte. Das war nicht ganz so tragisch, weil in der Version, die ich hier einsetze, ist ja noch Geom da. Und Geom kann halt von Hause aus kein Delete, das heißt, das hat dann wenigstens fehlgeschlagen. Hier kommen wir zur Datenkorruption. Die Fehlerprüfung ist fehlerhaft. Man sieht hier die Serverseite. Es gibt einen Thread, der hier Datenpakete annimmt. Man sieht hier, es ist ein Write-Kommando. Es gibt hier eine Länge, die an Daten gelesen werden sollte. Die Prüfung ist hier nur minus 1. Das, also ist der Rückgabewert minus 1. Das Problem ist, diese Funktion hier, die kann auch ein Wert anders als minus 1 ausgeben, und das ist dann trotzdem nicht unbedingt in Ordnung. Also man kriegt auch, wenn bestimmte Signale einkommen, dann kriegt man halt einen Rückgabewert, es konnte nicht alles gelesen werden, sondern nur irgendwie ein paar Prozent oder irgendwie fast alles. Und das Problem ist halt hier, es wird nicht erkannt. Das heißt, angenommen, ich warte hier auf 1 Megabyte und ich kriege nur 10 Kilobyte, dann wird hier nur wird hier trotzdem 1 Megabyte geschrieben, aber das, was nicht geliefert wurde, wird halt mit Datenmüll aufgefüllt, und ich merke das eventuell erst, wenn ich auf die Datenlesen zugreife. Das zu beheben ist, wenn man es erstmal erkannt hat, trivial. Das heißt, man macht noch eine Prüfung rein und bricht dann ab, wenn der Fehler auftreten sollte. Das Interessante ist hier, dieses Problem könnte grundsätzlich auch in jedem Heimnetzwerk auftreten. Ich habe das, setze es auch selber ein, seit, ich würde sagen, so 2005, und ich habe das zu Hause oder auch im Firmenumfeld habe ich dieses Problem noch nie gesehen, aber bei Hidden Services ist das wirklich fast an der Tagesordnung, dass das auftritt. Ungeplante Plattenplatznutzung ist auch unschön. Grundsätzlich ist bei der Konfiguration, die ich hier vorstelle, so, man möchte eigentlich als Serverbetreibender sagen, der Nutzer sowieso, der soll nur auf die und die Daten zugreifen können, und mehr Daten soll der gar nicht schreiben dürfen. Hier ist aber das Problem, hier gibt es ein paar Assertions, also damit wird geprüft, funktioniert auch alles so, wie es funktionieren sollte, und wenn nicht, dann wird halt ein Crawl-Dump geschrieben. Das Problem ist, diese Fehlerzustände kann auch der Client generieren, wenn er schlecht drauf ist. Und dann gibt es halt einen Core-Dump, und der geht auf die Festplatte, und wenn man das häufiger macht, ist die Festplatte eventuell irgendwann voll. Interessant ist auch, wenn man die beiden Fehler kombiniert, also hier denen, dass Daten nicht richtig gelesen werden und dass man da Core-Dumps schreiben kann, dann kann man auch 100 GB oder größere Core-Dumps generieren. Ja. Inhaltsprüfung nach Ankommen, also das ist eine Lösungsmöglichkeit, das heißt, man prüft das einfach nicht mit Assertions ab, sondern mit richtigen Bedingungen, und wirft dann keinen Core-Dump, sondern sagt halt dem Client hier so nicht, und fertig. Ja, ich habe jetzt ein paar Probleme vorgestellt, die man auch als Sicherheitslücken betrachten kann. Ein paar Denial-of-Service-Angriffe habe ich hier nicht extra aufgeführt, weil das waren immer die gleichen. Also es gab File-Descriptor-Leaks, damit könnte man den Server lahmlegen, weil er einfach irgendwann keine Dateien mehr öffnen kann. Es gibt diese Assertions, die hier gezeigt werden, die führen halt sowieso dazu, dass der Prozess abbricht. Und für alles gibt es Patches, die wurden alle ans FreeBSD-Team geschickt. Ich habe leider noch keine definitive Antwort, wann das irgendwann auch mal in FreeBSD gefixt wird. Ich hoffe wirklich bald, aber ja, also die letzten 6 Monate hat es leider nicht geklappt. Ein paar weitere Anpassungen, die ich vorgenommen habe.
BioDelete Support. Damit kann man jetzt also auch über das Netzwerk sagen, die Daten, die ich hier geschrieben, also oder die Daten, die ich gestern geschrieben habe, aber heute nicht mehr brauche, die sollen jetzt auch wieder freigegeben werden. Das ist praktisch, um dem Nutzer halt, wenn man Quotas hat, ist halt sinnvoll, wenn man dem Nutzer sagen kann, hier die Daten, die kannst du als frei markieren, dann werden die nicht mehr aufs Quota aufgerechnet und dann funktioniert wieder alles. Ja, Login wurde verbessert, Privilegien reduziert. Ich muss jetzt leider das anziehen. Das ist hier die Delete-Implementierung. Das Dumme ist, der Geomgate-Dämon, der ist eine normale Anwendung, also der redet nicht direkt mit dem Kernel, sondern normal über das Dateisystem und da gibt es keinen System Call oder sowas, also zumindest in FreeBSD, der halt sagt, so der Bereich ist jetzt wirklich frei. Also in Linux gibt es sowas schon, das heißt halt Hole Punching da, das hat FreeBSD leider noch nicht. Ein Workaround ist hier, dass man einfach Nullen schreibt und dann in CSS die eine Kompression anstellt, die halt sagt, wenn der ganze Block Nullen ist, dann wird er halt wie ein Delete interpretiert. Das seht ihr halt hier. Also ja, ich habe auch noch zwei Bilderrätsel mitgebracht. Es wurden zwei Sicherheitsmechanismen implementiert. Hier könnt ihr mal raten, was das sein soll. Ich glaube, aus Zeitgründen haben wir gar keine Zeit, um das wirklich abzufragen. Aber, also ihr seht ein Gitter. Ja? Man benötigt Rootrechte. Ja? Bereits im Vortrag erwähnt. Ja? FreeBSD seit 4.0. Okay, also gesucht waren Jails. Mit Jails kann man dafür sorgen, dass ein Prozess nur noch auf einen bestimmten Bereich des Systems zugreifen darf und aus diesem Bereich auch nicht mehr rauskommt. Man kann das einmal in der Anwendung selber machen. Das ist die Möglichkeit, die ich für Geomgate Client und für den Dämon verwendet habe. Der Nachteil ist hier, die Anwendung muss mit Rootrechten gestartet werden. Das ist aber bei den beiden Anwendungen sowieso so vorgesehen. Bei dem Dämon weiß ich noch nicht, ob ich das so lassen werde. Also der Dämon muss das nicht grundsätzlich, aber ist das, was ich gewählt habe. Okay, jetzt für Fortgeschrittene. Ja, erster Hinweis. Trademark Sets Hot ist geschützt und wurde schon erfolgreich verklagt. Der Mechanismus benötigt keine Rootrechte. In FreeBSD seit 9.0. Bonusfrage? Okay, ich sehe. Okay, also Auflösung für die Bonusfrage. Wird auch in der IT-Literatur erwähnt. Für die Passwortwahl, hat jemand von euch den Hundenamen als Passwort gewählt? Okay, ich sehe, das ist nicht der Fall. Andere machen das so. Okay. Die Auflösung, also gesucht wird, war Capsicum. Das ist eine Sandbox-Technologie, die in FreeBSD, wie gesagt, seit 9.0 drin ist. Damit kann man sagen, der Prozess gibt einmal alle Rechte ab, die er nicht mehr braucht, und die kriegt er dann auch nicht wieder. Also das heißt, man kann sagen, ich öffne jetzt 5 Dateien und ich weiß, dass ich keine weiteren Dateien brauche. Dann sage ich so, ich gehe jetzt in die Sandbox rein und komme da auch nicht mehr raus. Und das sieht im Endeffekt im Code so aus. In der Logdatei sieht das so aus. Man sieht auch hier, ich musste noch Logs 5 implementieren. Das ist halt das Protokoll, was normalerweise auf Client-Seite verwendet wird, um mit Tor zu kommunizieren. Man kann das auch anders lösen, aber SOX 5 ist eigentlich das, was vorgesehen ist. Das ist die Information, die man bekommt, wenn man über SOX 5 jetzt einen Hidden Service mit Geomgate Client angebunden hat. Hier sieht man, dass die Privilegien-Separation wirklich funktioniert hat. Also man sieht zum einen, der Prozess ist hier in einem Jail und er darf weiterhin in diesem Netzwerkbereich kommunizieren. Das sind halt die beiden Verbindungen, die er braucht, um mit dem Server zu reden. Das ist hier der Debug-Modus. Wenn es nicht der Debug-Modus wäre, dann wäre hier dieses Terminal 7 wäre auch gar nicht da. Man sieht hier nochmal, es ist in einem Jail drin. Also ich habe hier einen Jail für Tor. Das ist Jail-ID 1 und es ist hier die gleiche IP-Adresse. Aber da das unterschiedliche Jails sind, heißt das, die Prozesse können nur über diese Netzwerkadresse miteinander reden, aber auf dem Dateisystem teilen die keine Daten, können also da keine Daten austauschen. Man sieht hier, der Nutzer ist nicht mehr root, sondern hast. Also hast ist der Nutzername, der eigentlich für High Available Storage in FreeBSD genutzt wird. Das ist so ein bisschen thematisch verwandt. Es wäre schöner, wenn man da einen eigenen Nutzer für verwendet. Ich habe das hier nicht gemacht, weil die Idee ist, dass auch FreeBSD-Nutzer die Patches einfach einspielen können, ohne Nutzer neu anlegen zu müssen. Ah. Hier ist nochmal ein Beispiel für eine Verbindung, die eigentlich zu langsam ist. Und da ist halt die Frage, was kann man da machen? Ja, Multipass kann man natürlich machen. Die Frage ist, ob man es machen sollte.
aussehen könnte das so. Also ihr seht, der GeomGate-Client läuft halt fünfmal und baut fünf Verbindungen zu Tor auf, beziehungsweise eigentlich sind es 10, weil es gibt ja immer 2 pro logische Verbindung. Dadurch wird theoretisch der Durchsatz erhöht. Ich sage theoretisch, weil in der Literatur wird eigentlich gesagt, dass wenn man mehr als 2 Pfade einsetzt, dann ist die Chance hoch, dass einer so langsam ist, dass der wieder alles ausbremst. Und abgesehen davon ist auch für die Anonymität eventuell, also es verändert halt den Fingerprint, den der Client hinterlässt, und dann ist halt auch deswegen die Frage, möchte man es haben oder nicht. Das ist hier hauptsächlich, um zu zeigen, dass es geht, und ich muss hier noch ein bisschen mehr mit experimentieren. Also ich persönlich nutze es in der Regel nicht, weil für mich ist das auch so schnell genug. Ich habe meinen Rechner, lasse ich ja, wenn ich daran arbeite, eigentlich für mehr als eine Stunde an, und in der Zeit kriege ich mein Backup eigentlich immer über die Leitung. Es müssen ja nur die Daten, die übertragen werden, die sich seit dem letzten Backup geändert haben, und wenn ich da täglich Backup mache, habe ich damit kein Problem. Es gibt verschiedene Konfigurationen für die Multipass-Konfiguration unter FreeBSD. Es gibt Active Active, Active Read und Active Passive. Hier in diesem Beispiel sieht man Active Active. Also funktionieren sollten die eigentlich alle, die haben aber unterschiedliche Nachteile. Also das Einzige, was halbwegs, also das Einzige, was garantiert sicher ist, das ist eigentlich hier dieses Active-Passive. Das heißt, eine Verbindung ist aktiv und war das ein Zeichen, oder? Okay. Also eine Verbindung ist immer aktiv, und wenn die abbricht, dann wird auf eine andere umgestellt. Das ist sicher. Active Read bedeutet, es wird über eine Verbindung gelesen und geschrieben, aber es wird nur über den Rest nur gelesen. Das Problem ist halt, wenn man über verschiedene Verbindungen gleichzeitig schreibt, dann wird eventuell dem Dateisystem, also hier in diesem Beispiel CFS, das falsche Signal gegeben. Da könnte bestätigt werden, dass Daten schon festgeschrieben werden, die noch gar nicht angekommen sind. Für CFS und für das Beispiel, was ich hier präsentiere, ist das eigentlich kein Problem. Also von daher, all die Möglichkeiten sollten funktionieren. Aber wenn man das irgendwie mit einer anderen Lösung macht, sollte man sich des Problems bewusst sein. Ja, wenn man richtig angeben will, dann kann man das so machen. Das heißt, jeder Geom-Client kriegt auch nochmal einen eigenen Tor-Prozess. Das ist auch nicht sinnvoll, weil gerade auf einer langsamen Verbindung muss der Tor-Prozess auch noch irgendwie mit den anderen Servern reden, und das heißt, eventuell ist dann diese Lösung nochmal deutlich langsamer, weil halt die Datenverbindung von den Tor-Prozessen verwendet wird, um irgendwie Direktorinformationen oder sowas zu ziehen. Ja, damit haben wir es auch in der Zeit geschafft. Ich stehe gerne für Fragen zur Verfügung. Wenn ihr nicht hier fragen wollt, dann könnt ihr gerne auch noch zu unserem Stand kommen.